Ich bin gespannt auf das nächste Projekt, denn wenn man sich so Webseiten von Zeitungen anguckt, dann schalten da manche gerade Kommentare ab oder nur noch unter ganz einzelnen Artikeln überhaupt Kommentare an. Nikolas, Jonas, Arthur, Georg, Shane, Niklas und Lukas wollen den gegenteiligen Weg beschreiben mit Comment Sense. Herzlich willkommen. Einfach weitersprechen, irgendwann geht das Mikro an. Okay, genau, wie schon gesagt, sind wir das Projekt Common Sense und möchten Kommentare auf jede Webseite bringen. Wie machen wir das? Nun, wir schreiben ein Plugin für Chrome und Firefox. Dieses bildet eine Metaebene, welche sozusagen über das Internet gelegt wird und in welcher man Feedback geben kann zu jeder Webseite. Dadurch kann man sozusagen seine eigene Meinung sagen, auch wenn die der Meinung des Webseiten-Owners zum Beispiel widerspricht oder auch noch die Meinung des Webseiten-Owners ergänzen. Die Idee hinter Comment Sense ist, dass Chrome- und Firefox-Nutzer Kommentare miteinander schicken und senden können, also unterhalten können. Und das Ganze soll inhaltlich neutral und sachlich sein und das wollen wir mit Filter und einer Report-Funktion noch einführen. Mit Comment Sense kann man ganz einfach Feedback senden ohne komplizierten Login. Man gibt einfach seinen Namen ein und seinen Kommentar und man ist eben nicht an die Kommentarfunktionen der jeweiligen Webseiten gebunden, ob da jetzt die Kommentare für die jeweilige Seite deaktiviert sind oder ob es überhaupt gar keine Kommentarfunktionen gibt. Ist völlig egal, man ist unabhängig und das fördert den Austausch zwischen Nutzern eben immens. Also das Plugin haben wir mit JavaScript umgesetzt und halt ja ein Firefox und Chrome Plugin damit geschrieben. Dann haben wir mit C++ einen Server entwickelt, der eine SQLite-Datenbank bedient und die Icons haben wir mit Photoshop gemacht. Server hatten wir zuerst das Problem, dass wir versucht hatten, es mit MySQL zu machen. Da gab es das Problem, dass da eine Bibliothek nicht installierbar war und deswegen sind wir auf SQLite gewechselt und dort funktioniert es. So, und wir machen eine ganz kurze Demo. Ich sehe, wir haben keine Zeit mehr, aber ich würde Ihnen das ganz gerne noch ein bisschen näher bringen. Und zwar stellen Sie sich eine Person vor, die sich für JugendHackt interessiert und dementsprechend auf die JugendHackt-Webseite geht. Und man sieht es gerade nicht. Eine Sekunde. Duplizieren. Ja, okay, da sind wir. Und wir haben uns das jetzt alles angeguckt und finden das auch ganz interessant. Und man könnte sich natürlich auch andere Meinungen auf Twitter oder so zu dem Projekt angucken. Aber wir haben gedacht, wir wollen Kommentare auf der Webseite sehen. Und diesen Schritt wollen wir vereinfachen und damit die Welt ein bisschen offener machen. Und dafür klicken wir jetzt hier oben rechts auf das Icon und bekommen hier die neuesten Kommentare angezeigt. So, und wir haben das Ganze ein bisschen automatisiert, weil hier das Internet bei uns nicht so gut klappt. Und dann können wir hier die neuesten Kommentare angucken und natürlich auch einen eigenen Kommentar schreiben. Und dann schreibe ich zum Beispiel mal cool. Und den Kommentar lassen wir kurz leer, nur zum Test. Und dann sehen wir, dass wir einen neuen Kommentar verfasst haben und eben die Webseite kommentiert haben. Vielen Dank. Auch dazu noch zwei kurze Fragen. Von dem, was man jetzt gesehen hat, würde ich denken, sobald sehr viele Leute da kommentieren, wird das ein bisschen unübersichtlich oder beziehungsweise man sieht nur die letzten 3 oder 5. Ist das Absicht oder sozusagen, um sich zu schützen vor der Kommentarflut oder? Naja, wir werden schon also erstens ein Report-System einführen, welches dann unnötige Spam-Kommentare blockiert. Außerdem wird natürlich nach Voting sortiert. Also das heißt, die beliebtesten Kommentare werden schon ganz oben angezeigt. Aber wir wollten noch eine chronologische, na egal. Die andere Frage ist, ist eure Idee jetzt, dass die ganze Welt euren Server benutzt oder kann ich sozusagen mit jeder Hackspace, jede soziale Gruppe hat ihren eigenen Common Sense Server und kann für sich die Webseiten? Also der Code ist auf GitHub, deshalb kann sich das theoretisch jeder selbst erstellen, wie er es möchte. Da muss man natürlich nur die IP-Adressen verändern, weil die noch hardcoded sind.
Okay, aber das können wir ja alle, nicht wahr? Oder es gibt irgendwo eine Anleitung. Vielen Dank, Common Sense. Ja, das funktioniert.